Ja, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Euer Bartl. Ich musste vorher einen Cut setzen, da ein guter Postbote vorbeikam von Amazon und mir ein schönes Päckchen brachte. Natürlich eine gute Sache. Aber macht ja nichts. Noch einmal. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich muss halt sagen, Super Mario Bros. 3 ist wirklich ein geiles Spiel, das sollte ich nochmal sagen, finde ich. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß, es ist einfach cool. Und ja, erinnert mich ein bisschen an die Wüstenwelt, Welt 2. Ob sie das so gedacht haben, ich denke schon. Ja, es ist eine Mini-Abkürzung. Obwohl, Abkürzung würde ich jetzt nicht sagen, aber ein kleiner Weg, wo man... Okay. Hätte mich überrascht, wenn ich in Welt 8 nicht fällen würde. Dann gehen wir einen normalen Weg noch. Ja, ist einfach cool. Also das Spiel, alle Welten. Und es prägt halt auch meine Kindheit und ich spiele es ja heute noch gerne. Ich meine, wer nicht? Oh, die böse Angry Sun. Item. Aber diese Notenblöcke, nee. Gibt's eigentlich ein Power-Up? Nee. Ja, ihr könnt ja gerne sagen, wie euch das Let's Play da gefallen hat, oder... Vorausgesetzt, ich komme noch zu Bowser. Nee, das wird schon. Oh Mann! Und wie gesagt, ihr könnt ja dann nochmal schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Oder was ist euer Lieblingsspiel schon immer gewesen im Mario-Universum oder wo auch immer. Und auch heute vielleicht sogar noch. Oh, diese Angry Sun. Die macht einen wirklich angry. Also mein Vorschlag wäre ja Super Mario Bros. Also ich sage jetzt 1, aber ihr wisst ja, das ist ja das allererste gewesen. Das wäre doch cool. Das hat es jetzt gebracht. Okay, auch schön. Also Super Mario Bros. 2, das... Was ja von Amerika oder für Europa und Amerika war dann, das spiele ich nicht gerne, ist halt nicht so meins. Aber vielleicht Lost Levels dann oder so, das wird halt dann wieder ein bisschen härter. Könnte auch cool sein. Also dass ich vielleicht immer ein paar ältere mache einmal.
Schlecht, sehr schlecht. Nochmal. Ja, so. Ach komm. Das gibt's echt nicht, das gibt's nimmer, das gibt's nicht. Wie schlecht, echt. Ist ja nicht wahr. Das gibt's doch jetzt nimmer. Zu viele Fails in meinen Augen. Was, aber okay. Warte mal. Konnte man da bei dem... Ah, okay. So war das. Auch böse. Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, da, ja. Das mit den Laufbändern echt böse gemacht. Ja. Ah, okay. Das heißt, da kann ich so auch rüber. Interessant. Oder auch nicht. Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Irgendwas mache ich falsch. Läuft richtig gut. Und Power-Up ist halt auch unnötig. Gehen wir mal weiter. Was diese Tür? Achso, einfach weitergehen? Bin ich echt so doof? Hm. Nee, das war's auch nicht. Irgendwie viele Wege. Lief ja wieder wunderbar. Naja. Puh. Ich dachte, ich kenne mich noch besser aus in den Leveln, aber sieht wohl nicht so aus. Wo geht's denn hier lang? Aha, das ist bestimmt falsch. Oder? Ja. Sehr schön.
Hier müsste es richtig sein, Mann, oder? Jaworski! Nehmen wir mal das Pi. Ich fliege hier nicht drüber, aber... Bombenstimmung! Bomben! Scrolling Level! Wie ich Scrolling Level liebe! Bam 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 bam! Ist mir früher gar nicht so aufgefallen, dass das eigentlich Laufbänder sind. Aber gut. Oder sein sollten. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich dachte, jetzt kommt nochmal so ein Schlumpfienchen. Aber Bum Bum, der macht's ja nicht schwer. Bam 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 bam. So, Bowser-Schätzchen, Spätzchen, jetzt geht's los. Cool gemacht, auch das Schlösschen von Bowser. Quasi. Das machen wir jetzt mit dem Waschbär. Tür gab es auch irgendwas, ich weiß nicht mehr. Oder okay, das war einfach nur. Ja, Fail. Böses Nintendo, böse. Rauf da! So, war so Schwätzchen, Schwätzchen, jetzt geht's dir an den Kragen. Mal gucken, ob das noch geht. Nee. Flammen sind irgendwie auch sehr cool. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber egal. Ich will auch mit Tanuki zu ihm. Warmbadetag heute, was? Könnte man ja so sagen. Nochmals so skillig, jawohl. Dann machen wir so. Weil irgendwo gab es da. Genau, hier musste man dann runter, glaube ich. Ja. Der Trunk war ja mal richtig fair. Muss man sagen. Sehr fair sogar. Okay, ja, die schießen eh nicht mehr. Aber man hat schon Angst vor den Statuen, muss man schon sagen. Wunderbar gemacht. Sehr gut. Sehr gut sogar. So, Bowser-Schätzchen, jetzt geht's los. Ah, die Melodie ist einfach geil, oder? Freunde. So geil gemacht. Hoffentlich schaffst du es jetzt. Oh. Ah, schade. Hui. Dum bam 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 bam. Bowser Schätzchen, du bringst dich selber noch ins Grab. Ist dir das bewusst? Nee.
wisst ihr nicht, gell? Und tschüss! Geh baden! Ah ja, ein wunderschönes Spiel. Traumhaft. Oh, und plötzlich ist Mario groß. Thank you. But our princess is in another castle? Just kidding. Ha 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 ha. Bye bye. Wunderschön. Noch der rote Vorhang. Schön, hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen. Ja, die Graswelt, die war chillig für Einsteiger, finde ich. Wüstenland auch sehr nice. Schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Mit den Feuerbrüdern auch cool. Wasserland, ja, auch schön gemacht mit dem Frosch und so, finde ich. Das Riesenland, das war auch eigentlich eines meiner Lieblingswelten früher, muss ich sagen, mit Welt 5. Welt 5, die Wolkenwelt, Wolkenland, sehr schön. Auch das Bild sehr cool mit dem Koopa, müsst ihr mal gucken dann nochmal. Welt 6, die Eiswelt, auch schön, recht eisig sozusagen. Welt 7, Röhrenland, mit den Muncherons und so weiter, vielen Piranhas. Und das böse Welt 8 Land, die dunkle Welt. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Euer Padel hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mal gucken, was ich als nächstes machen werde. Schreibt es in die Kommis. Vielleicht mögt ihr wieder einen Daumen da lassen oder ein Abo oder einen Kommentar. Ich sehe dann alles. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Genießen wir noch ein bisschen die Musik. Ja, sonst gibt es eh nichts mehr zu sagen. Also, danke Freunde. Bis dann und ciao. Servus, euer Badl. SMB3 Beste. Tschüss.